Neustadt. Neustadt, Bild ab, Bild ab. Abs, ja, ja, alles klar. Ich hatte dafür 11 Kill. Ja, schön, Raphael. Das ist gut. Das freut uns natürlich. Aber die hatten auch 2. Ja, ich muss, glaube ich, nicht mal den Widmen machen nehmen. So geil der auch ist, aber ich glaube, der ist... Nee, am nee, Tech, ich würd eh am besten... wir sollten uns ein bisschen zurückhalten. Ja. Und der eher auf Sicherheit gehen. Das sind schon ein geiles Team, wie man so sieht, ne? Ja, ja. Ich habe mal den Backofen dabei, ne? Ich fahre jetzt mit meinem Unrated Auto. Warte mal. Bleib stehen! Ich habe einen Mann gehalten. Leute, kommt! Warte mal, ich habe irgendwie Tab gedrückt. Alice fährt mit Unrated. Die fährt mit dem Chef. ach, warte mal, da ist ja gar kein... Ach, da wäre ein Auto, ja, da wäre auch ein Auto gestanden. Hups. Egal. Gibi, komm. Ah, warte mal, ist das nicht die andere Richtung? Ja. Ja. Was machst du? Ich wollte jetzt selber einen Wagen nehmen. Egal. Alle wieder auf eigene. Oh. Wer liegt da? Bitte nicht Raphael wieder. Das gute Unreal und so. Aua! Oh nein. Was fahrt ihr denn auch normal? Wer ja, Gibi! Niemand. Niemand. Okay. Jetzt ist das U plötzlich, ist es wieder weg. Bei mir taucht das U auf und ist dann wieder nächstes weg. Nächstes Mal fahre ich doch nicht mehr mit dir, Björn. Warum? Was ist los? Warte, ich bleib hier stehen. Ja, mach mal langsam. Ja, genau. Wir steigen wir schleichen am besten aus, oder? Ja. Nicht niederfahren! Ja. Nicht niederfahren! Alles gut. Mach mal. Raketenwerfer, Präzisionsgewehr, Spezialkarabiner. Also ich schleich mich jetzt. Ich schleich mich jetzt ab. Hier. Ich nehme mal. Ich nehme auch mal die. Warte, da hinten ist ein Turm. Gib mir eine Sekunde. Sag mal, wie schleicht man überhaupt? Kann man schleichen? Du kannst, wenn du den Steuerknüppel, den linken, eindrückst, also L3. Wartet kurz mal, lass mich was kurz probieren, bitte. Ja. Vielleicht habe ich da eine gute Aussicht. Ich schleiche mich trotzdem schon mal vor, langsam. Habe ich irgendwas mit? Ich habe Blick auf ein paar Leute. Ach ja, sehr, ich sehe niemanden. Bleisch. Ich bin auf dem Turm oben. Also, ihr könnt mal nach links hochschauen. Oben auf dem... Du meinst rechts. Ja, rechts. Ach so, ja, rechts. Ich habe nach links geguckt, so hä? Ah ja, der Turm. Links. Ihr müsst mir nur sagen, wann ich loslegen darf. Aber wir legen erstmal mit dem großen Boom los. Geht's los? Ja, geht los. Tatsächlich muss ich, glaube ich, mit dem. Vorsicht, von links komm. Von links komm? Ja. Versuch's ein bisschen down zu halten von links. Ich glaube, meine Sichtweite ist bloß irgendwann vorbei. Ach, da steht auch noch einer. Am besten immer noch ein bisschen auf die am Boden liegenden schießen, weil meistens fallen sie nur hin und sind noch nicht ganz down. Ja. Wäre auch meine erste Priorität, danach wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ist sicher. Das sind keine Opossums, die stellen sie nicht so leicht tot. The plane. Der Pläne. Der Plane. Bleib da liegen! Can't stay low. Oha, da hinten kommt ein paar. Ich bin gestorben. Oh, ja. Am besten. Oh ja, von der anderen Seite kommen auch wieder welche. Wo von wo? Links. Oh, ich bin auch tot. Oh Mist. Ja, die haben uns umzingelt. Alles schwierig, wenn die hier einspawnen. Ist das vielleicht eher so ein Rein-Raus-Missionsding? Müssen wir da einfach schnell zuschlagen, das Flugzeug holen und uns das verpissen? Könnte auch sein, ne? Dann machen wir das mal.
Ja, der Turm hat sich ein bisschen was gebracht, glaube ich. Also ich bin auf jeden Fall nicht gestorben von da oben. Ja, ich glaube, das haben sie auch ein bisschen verändert, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie, also entweder ist es normal oder ich bin einfach zu blöd dafür. Irgendwie war es einfacher in meinem Kopf. Vielleicht müssen wir uns auch breiter aufstellen, sodass wir immer in einer Linie vorrücken, sodass wir uns nicht so leicht in den Rücken fallen können. Aber ja, genau. Die kommen ja mit Autos angefahren, das ist das Problem. Ah, okay, da müssen wir uns vielleicht irgendwo eine günstige Position raussuchen. Könnte es wirklich sein, dass die einfach immer nachspawnen? Ja, also Leute, wir nehmen uns jetzt ein Auto, geben Vollgas, heizen da rein und klauen dieses genau, Spielzeug. Wir müssen in den Hangar rein. Ja, stimmt, das ist eine Idee. Da kann ich auch einen Witwenmacher einsetzen. Aber hast du den Kuruma? Hat jemand den Kuruma, den gepanzerten? Nee, und wir können auch keine bestellen, weil wir in der Mission sind. Ah, Mist. Okay. Das funktioniert leider nicht. Ich hab nicht schon versucht, den Auto zu nehmen. Okay. Dann versuchen wir es einfach mal. Achso, warte mal. Ich komm mal zu euch. Ich habe nicht auch gerade ein Auto gestohlen. Hast du einen besseren? Ich habe was Größeres. Ja, gut, das ist eigentlich egal. Solange vier Leute Platz haben. Steigen Sie ein! Steigen Sie ein! Willkommen bei der Deutschen Bahn, Ihre Bestellung bitte! Das dauert doch eh zu ewig, bis die Bestellung kommt. Okay, also Leute, direkt Waffen raus und anschlagen. Fahr einfach direkt aufs Fahrzeug aufs Ding zu. Okay, also. Da rein, nur nicht vor das Flugzeug, ganz wichtig. Nicht vor das Flugzeug. Wir fahren mit anderen Spielern, wuhu! Und nicht da. In den Tank hier reinfahren. Und hier rein. Ja, die. Ach, Jungs. Ich bin schon draußen. Aua! Ich liege unter. Au. Kreuzfeuer! Okay. Ich bin drin. Ich fliege. Achtung, lass her auf zu schießen! Hör auf zu schießen! Ja, ich werde auch beschissen! Ich hör auf zu schießen! Ich muss da durch! Flieg durch! Gib Gas! Du schaffst es! Ich bin oben! Sehr gut! Okay, ich bin schon gestorben. Zieht euch zurück oder geht, bleibt da drin. Zurückziehen! Ihr seid funny! Du bist funny! Ja, was? Tun! Also auf alle Fälle in dem Ding bleiben. Und Alice, wenn du jetzt wieder spawnst, versuch wegzubleiben. Nein! Aber die Taktik ist die richtige. Ihr müsst in dem Hangar bleiben. In dem Hangar hinten drin verstecken. Oder wir müssen raus dann und dann weiterfahren. Ich weiß nicht, ob wir auch weg müssen. Das ist halt die Frage. Weil wir werden bombardiert. Ich habe die ganze Zeit wieder ballert, um die irgendwie wegzuhalten, weil die sind nur auf mich zugelaufen. Ihr müsst... Am besten die Waffe, die du jetzt hast, nicht nehmen. Wieso? Zur Verteidigung super. Ja, zur Verteidigung super, aber erst, wenn ich mit dem Flugzeug draußen bin. Weil wenn ich da mit dem Flugzeug durch, das ist ja Dauerbeschuss, dann zersetzt du das Flugzeug. Ich hab doch nicht geschossen, als du im Flugzeug warst. Also, okay, stimmt auch wieder. Aber ihr müsst am besten im Hangar drin bleiben. Also du fährst alle in das Flugzeug rein. Bloß, Björn, das Problem ist, wenn ich aufhöre zu schießen, wenn du noch stehst und erst hochfährst, dann kommt der Nächste und ballert mich nieder. Warte, bis du vorrollst, schalt dann kurz aus, wenn du durchrollst und danach baller ich weiter, weil ansonsten bin ich tot. Alice, wo warst du, als du umgekommen bist? Beim ersten oder beim zweiten Mal? Stopp! Beim ersten Mal schon. Auch mit da drin. Also mit da drin. Also am besten mit dem Auto reinfahren, irgendwo hinten verstecken. Hab eins. Nein, du hast zerstört, es brennt schon. Aber ich hab eins. Ups. Das hab ich nicht gesehen. Ich soll vielleicht die Grafiken mal wieder hochdrehen. Kannst du mit dem Auto vielleicht sogar reinfahren, damit wir wieder mit dem Auto ausschießen können am Ende? Ja, ich glaube, der Plan ist einfach, dass wir im Auto bleiben, während Björn das Flugzeug startet und dann tun wir direkt wieder abdriven. Denkst du? Ihr müsst mich. Ihr setzt mich einfach ab. Ich springe hinten raus. Stimmt, wir können ja mit den Pistolen auf uns. Genau. Hört mal zu. Hört mal zu. Du fahrst die gleiche Stelle rein wie eben. Ich spring quasi raus während der Fahrt noch. Du darfst nur nicht zu schnell sein. Das ist ganz wichtig. Wir machen eine Drive-By-Action. Genau. Ja. Ich spring raus, spring rein und flieg davon. Damit ist schlecht. Aber bring Gibi!
einfach langsam. Also kotzen wollte ich nicht. Weil jetzt ist schon... Oh, irgendwie... Es ist rausgewachsen. Ja, rausgewachsen. Also Gibi, du bist ein bisschen gefährlich jetzt, du hast keine Tür mehr. Ja, das, ja, das ist alles berechnet. Okay, jetzt geht's los, Leute. Dürfen wir ballern? Okay. Ja, ballern. Ja, ballern schon. Okay, und ich spring raus. Ich bin draußen. Oh. Steh auf, steh auf! Steh doch auf, du Idiot. Okay. Entferne alle Vagos vom Flugfeld. Das heißt, wir müssen okay, toll. Aber wir können uns irgendwo aufstellen, wo die nicht dauernd nachspawnen. Ja, wir müssen hier drin bleiben, Leute. Ja, dann Witwenmacher. Oh, ich wurde erschossen. What? Okay, aussteigen und Action, Leute. Action, wuhu! Alter, wie viel halten die denn aus? Was ist denn das? Viel und ich habe nicht eine große... Der Witwenmacher ist da. Wo seid ihr? Oh fuck. Ich hab low life. Nein. Also es läuft nicht gut. Nein. Aber wir werden jedes Mal besser, oder nicht? Ja, wir werden immer ein bisschen besser. Ja, wobei dieses Mal haben wir Björn noch niemals zum Abheben gebracht. Also dieses Mal sind wir natürlich schlecht. Ja, vorhin waren wir noch abheben. Oh mein Gott, ich habe einen Kill gemacht. Yes. Ich habe einen Kopfschuss bekommen, muss man dazu sagen. Ich war es aber nicht. Nein, sag nicht. Du kannst mich ja nicht erschießen. Stimmt, aber ich habe einen Kopfschuss bekommen. Scheiße. Wir müssen auch vorher immer die Panzerung kaufen, das vergessen wir. Wir kaufen doch gar nichts mehr, wir tun ja weiter wieder. Doch, du kannst in dem Neustart. Oh. Jetzt, wo Neustart, kannst du unten mit kannst du eine Taste drücken. Ja, jetzt ist es mal auf die ganze Zeit bei mir zu spät. Ich hatte auch keine Munition jetzt gerade mehr für meine geilen Waffen. Oh. Ja, du kannst Munition und Panzerung kaufen. Denk dran. So, die Frage ist jetzt, wie gehen wir das Ganze an? Genau so, nur funktional. Nein, die Frage ist, wir können die ja von weiter. Hat jeder eine Sniper? Fragezeichen. Nein. Ja, ich habe eine. Scheiße. Weil sonst können wir sie aus der Ferne wegmachen, oben auf den Türmen. Da kommen sie nicht so einfach hin. Okay, haben einen Wagen. Weil wir sollen die ja nur alle töten, ne? Ja. Also halt ein bisschen Schlachter spielen. Okay, ich laufe rum. Dann ist die Frage, wie machen wir es am Schluss? Weil mitten in die Höhle des Löwen reinzuspringen, ist vielleicht nicht immer die schlauste Idee. Nicht? Nee. Tatsächlich, so haben wir das früher immer gemacht. Ja, ich auch früher. Früher war das einfacher, aber jetzt kommen ja dauernd 3000 Leute nach irgendwie. Ja, jetzt sind wir halt alt. Ja, das auch. Ja, also ja, der Krückstock ist neben meinem Tisch, aber... Fahr mal ein bisschen nicht zu schnell. Ja. Langsam, bitte, Gibi. Gib da ist Wasser, da ist Wasser, da ist Wasser, da ist Wasser, da ist Wasser. Oh, die Büsche bewegen sich so schön, wenn man durchfährt. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Du brauchst nur nicht mal da so rum zu fahren. Was machst du überhaupt? Doch, die bemerken uns, wenn die direkt an der Straße vorbeifahren. Ah, okay, dann fahr aber wenigstens hier langsam. Ja, das mache ich ja gerade. Ich warte drauf, bis wir auf Felgen fahren. Ich find's so geil, dass GTA 5 mich immer noch mitreißt. Das muss man echt lassen. Ich bin ja gespannt, habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass einer der Teamleader von GTA... ja, einer der Teamleader, der Erfinder von GTA Online, meinst du? Achso, das war der? Ja, also man sagt, das war der Erfinder von GTA Online mit Everywhere. Genau, mit Everywhere. Tatsächlich ein ambitioniertes Projekt, was viel besser sein soll als GTA. Ich bin richtig gespannt drauf. Weil das wäre die erste richtige Konkurrenz gegenüber von GTA. Also Leute, wir sind jetzt in der Position. Das ist die Frage, wie wollen wir es angehen? Wir fahren jetzt wieder da rein. Mhm. Diesmal helfe ich euch erstmal und dann fliege ich, weil ich habe gemerkt, da kommen so viele Leute, das bringt nicht sofort was. Okay, sobald ich auf der Straße, also sobald ich quasi den Asphalt berühre, fangt ihr an zu ballern. Okay, meine Waffe ist scharf. Okay, dann 3, 2, 1, go. Oh Gott! Alter, Gibi! Da konnte ich nicht mehr denken. Aber alles unter Kontrolle. Gibi, wo ist der?
Ah, das ist unter Kontrolle. Ja, schön Deckung suchen hier da. Ah, warte mal. Du lebst ja noch. Fuck! Warum war der nicht tot? Ja, warum? Da. Okay, was ist denn los mit denen? Warum leben die so lange? Oh. Okay, denkt an die Panzerung. Ja, ja, warte mal. Ich bin gerade ein bisschen ausgerastet wieder. Welche Taste ist es denn eher mal gefragt? Ich sehe es noch nicht. Ja, welche jetzt, ist es denn? Das kommt jetzt gleich. Hä? Wo? Wir könnten auch von der komplett Kaufe Munition. Ja. Ah ja, tatsächlich. Schwere Panzerung, STRG, Left. Ja. Okay. So. Ich habe eine leichte Panzerung. Oh Gott. Mann, ey. Wir müssen das überdenken. Everything changes.